beschäftigen uns heute mit der Klangfarbe von keramischen Stoffen. Dazu habe ich einige Teller vorbereitet und möchte Ihnen jetzt demonstrieren, wie unterschiedlich die Klangfarben von Keramik aufsteigend in die hochgebrannte Scherbe geht. Wir fangen hier an. Richtig, zwischen diesen beiden Tellern besteht kaum ein Unterschied, obwohl es sich um grundsätzlich verschiedene Materialien handelt. Das hier ist hochgebranntes Porzellan, das ist hochgebrannte Feinkeramik. Damit belegen wir, dass der reine Klangton eines keramischen Scherben nicht unbedingt geeignet ist, Porzellan von anderen Materialien zu unterscheiden.